praktisch. Dankeschön für das Zeug, Spinny. Das ist doch echt praktisch. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Spinne... War ein Creeper? War ein Creeper? Das ist eine Kuh. Ich will die Knochen haben. Das da kann man wegschmeißen. Ja. Ich will die Knochis haben. Weil ich Knochis mag. Pfeil da. Das hier und dann noch das dazu. Und wir können ein bisschen Fleisch wieder hier. Ne, wir können es erstmal mitnehmen und einbraten. Wir können hier ein bisschen Erde niederlegen. Und das behalten wir doch hier noch mit drin. Brauchen wir auch vorerst nicht. Das vorerst auch nicht. Und dann werden wir mal kurz hier den Ofen anschmeißen. Und ein bisschen Fleisch braten. Das dauert nicht lange, das geht schnell von der Hand. Wir haben es also schnell hinter uns. Guck kurz auf die Uhr, okay. Wir sind also schon somit im nächsten Video. Und ich trinke einen Schluck Wasser. Das kennt ihr irgendwie schon von mir. Immer wieder schön, beim Let's Plays irgendwas zu trinken. Aber wenn mein Mikro aus hat, dann stört es euch nicht. Weil, ja, trinken sorgt dafür, dass ich weiter sprechen kann. Wenn man viel spricht, dann, ja. Was wir hier unten hinbauen, mir fällt hier ehrlich gesagt nichts ein. Das könnt ihr dann schön auf der Homepage dann bestimmen, was wir da bauen werden. Dann werde ich dann so einen Post reinbauen. Und ich habe es ein bisschen geändert. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt euch bei... Da, was mache ich denn da? Bei der Seite anmelden, also bei Blogger. Sondern ihr müsst einfach nur ein YouTube-Konto haben. Und die meisten, die meine Videos schauen, müssten eins haben. Und deswegen könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr geht dann einfach auf... geht dann auf die Seite. Sagt dann, dass ihr mit eurem YouTube-Konto das machen wollt. Es ist so praktisch, nur es sieht scheiße aus. Tja, das ist das Problem. Und deswegen ist unsere letzte auch weg. Ich habe doch extra mehr gemacht. Ich mal wieder nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dann da einfach posten, gleich direkt mit euren YouTube-Account, wodurch ich euch leichter finden kann, habe ich dann... Ich sag irgendwie nichts mehr dazu. So, dann können wir so... Können wir dann so hier hoch, also auch von der Seite aus. Irgendwie nicht. Wir können von hier aus so auch nicht hoch. Und von hier aus auch nicht. Und, ja. Deswegen ist es perfekt. Nicht. Könnte auch so bauen, aber sieht total hässlich aus. Aber dann könnte man da... Ja, ich hau's wieder weg. Hier kommen Holzblöckchen, was ich auch haben möchte, damit ich da das Holzblöckchen platzieren kann und dann kann man so da hochgehen. Und das kann man da lassen, weil dann sieht das einfach irgendwie besser aus. Ja. Was wir hier bauen werden, könnt ihr dann da auf der Seite als Kommentar posten, warum nicht hier unter diesem Video. Weil ich wahrscheinlich das öfters erwähnen werde und dadurch werdet ihr es dann öfters unter den Videos schreiben und so weiter. Naja, was wollte ich jetzt nochmal machen? Wir haben das Zeugs, wir haben Baumstämme, wir könnten mal... Nö, nö, nö. Wir könnten aber mal hier wieder was bauen. Und mal weiter im Dings rumgraben. In der Mine, im Minenschacht. Und wir machen uns noch eine Axt, damit wir alles voll haben. Machen uns noch ein Schwertchen oder zwei. Na. Und dann begeben wir uns nach unten. Wir können uns eigentlich gleich noch eine Spitzhacke basteln.
Weil die ist gleich hin. So. Na komm. So. Und runter geht's. Klack, 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 klack. So, und schon ist sie weg. Da habe ich sie platziert. Und weiter geht's. Immer tiefer in die künstliche Mine. Wo wir jetzt immer unser Cobblestone herholen werden. Wir machen noch ein bisschen tiefer. Nein, da wollte ich nicht zerstören. Soll ja schon so gleich aussehen. Ja, es ist recht dunkel, mache ich gleich wieder hell. So, geht kaputt. Immer runterspringen, Fackel auswählen und Fackel platzieren. Fackel platziert haben. Weiter runtergehen und weiter buddeln. So. Ja. Da ist wieder Erde. Aber Erde schwebt ja in der Luft zum Glück. Schöne Physik. Die mag ich. Sie ist unlogisch, aber ich mag sie. So. Geht kaputt. Na, wunderbar. Geht doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Fackeln sind nicht optional platziert. Genau, optimal platziert. Wahrscheinlich sind sie am besten, wenn man bei Treppen platziert, so unten, wo die dann so weniger von Hindernissen geblockt sind. Ich wollte gerade sagen, das ist cool, aber das ist nicht cool. Das ist ja unser Cobblestone, was wir da platziert haben, weil ich ja gefällt habe. Ja, ich sagte ich und nicht wir. Ja, es ist irgendwie... Wenn es um was geht, was wir gemeinsam machen, sage ich wir. Und wenn ich irgendwas mache, dann, also wo ich dann dran schuld bin, sage ich ich. Merkwürdig. Ha, perfekt. Ich habe um die Kurve geschlagen. Kann nur ich. Niemand anderes. So, so. So. Dass daneben ja auch so aussieht. Und ich gerade zu faul war, auf die Schaufel umzuwechseln, habe ich eben das gerade beides so. Was ich mich gerade so frage, was ist überhaupt, wenn wir hier so weiter runterbauen? Wir sind ja auf dem Hügel, was ist... Kommen wir dann so... Ja, ein Land raus, weil wir haben hier gerade einen Huhn gehört. Außer hier war das gerade irgendwie schwerhörig. Aber man konnte eben ganz leicht das Nichts vorhanden ist. Nix sehen. Schlieder halt, so. So. Mal schon wieder eine Fackel platzieren, damit ihr keine Monster spawnen und ihr euch nicht beschweren könnt. Und sich mal wieder hier richtig hinsetzen. Autsch, reingestoßen. Und ich sehe die offene Wasserflasche mit Wasser drin, was ich nicht mag. Aber egal. Und ich hoffe, ihr hört meine Rollläden nicht, die runtergehen. Und als ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich mich schon gewundert. Was, so spät schon? Das ist mal so ärgerlich, wenn es so spät ist. Dann zeigt es mir, dass ich kaum noch Zeit habe für andere Dinge. Aber egal, ich tue es gerne für euch, für mich, weil es mir Spaß macht. Ich möchte kurz die Welt speichern. Okay, dann bin ich wieder hier so mit der Maus da. Mal eben nur mal kurz gucken. Ist das Kohle? Sieht aus wie Kohle, oder? Oder ich bin einfach wieder... Das ist Erde. Ich bin wieder am Empfinden von Dingen, die es nicht gibt bei mir in meiner Welt. Außer ganz viel Eisen. So, jetzt finde ich, sind wir tief genug. Jetzt könnten wir mal eine Abzweigung machen. Ja. Jetzt hier so ein bisschen weiter rein. Nein, da wollte ich nicht. So, dann gibt es hier eine Abzweigung, die wir noch ein bisschen weiter gerade ausbauen werden, damit es einfach ein bisschen cooler aussieht so. Ja.
Den wollen wir haben, den Cobblestone. Deswegen haben wir auf die Spitzhacke gewechselt. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich das, was ich am Anfang gesagt habe, zum ersten Video, nicht eingehalten habe. Pech. Für euch, für mich. Ja, ich habe gerade was getrunken. Und ja, die Wasserflasche wahrscheinlich gehört. Außerdem war es wieder mal schwerhörig, wie mit dem Huhn. Warum seid ihr nur so schwerhörig so? Ja, die Erde können wir hier lassen. Was auch immer wir mit Erde anfangen wollen. Das können wir auch hier lassen. Was wollte ich nochmal hier oben? Irgendwas wollte ich hier oben. Ach, genau. Nein. Ja. Und zwar wollte ich mir Treppen aus Cleanstone machen, die nicht funktionieren. Lol. Also Leute sagen, man kann aus Cleanstone Treppen machen. Also die im Dings. Geht wenigstens die Wood-Treppe. Nö, oder ist es ein anderes Format? Oder habe ich da einfach irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach mal warten, bis eure Kommentare kommen. So, das lassen wir auch mal hier. So, was soll ich damit da unten? Und gehen wir jetzt mal da unten weiter kloppen. Auch wenn ich gerne hier so Treppen hätte, aber egal. Dann springen wir eben hoch. Wir sind ja nicht gehbehindert. Das war keine Beleidigung gegen alle Behinderte, sondern einfach nur so. Ja, eine Aussage, fertig. Ich glaube, wir können sogar hier so einen Block weiter runter gehen. Nein, das ist nicht so hoch. Wir kloppen erstmal in die Richtung so eine Weile. Erstmal so eine Weile im so einem Gangformat. Macht es irgendwie schneller, irgendwelche Rohstoffe zu finden. Weil wir wollen ja auch hier irgendwas schaffen können. Und wenn wir nie was finden werden, dann haben wir eben Pech. So, wir kloppen uns einfach mal hier so durch. Mit der Schaufel und der Spitzhacke. Wollte schon Axt sagen. Und das beruhte auf etwas von Gronkh. Also das mit der Axt. Und nicht mit der Schaufel. Eisen! Dann hat sich die Reise wenigstens für ein Eisenblock gelohnt. Zwei Eisenblöcke. Drei Eisenblöcke. Vier Eisenblöcke. Vier Eisenblöcke hat sich die Reise schon gelohnt. Wenn wir später die Reihe hier einfach so nachziehen. Wir könnten ja einfach hier so eine Treppenstufe reinführen. Ja. So eine künstlich-natürliche Treppenstufe. Die ist künstlich angelegt, die Treppenstufe. Aber sie ist aus natürlichen Materialien. Die Höhe lassen wir hier noch ein. Und dann springen wir auf einen niedriger. So, einfach mal hier so, damit ich weiß, wenn ich das ausbauen möchte, wie es weitergeht. So, einfach mal hier weiter reingekloppt. Hätte ich eine Diamantspitzhacke. Doch, ja, auch Diamantspitzhacke. Eigentlich Eisenspitzhacke gemeint, aber Diamant hätten wir auch. Etwas Cooles. Ist wahrscheinlich sehr dunkel bei euch. So, dann gehen wir mal weiter und hoffen, dass wir Kohle, Diamant oder Eisen oder... Oder irgendwie eine Höhle finden. Ich glaube, ich mich jetzt hier noch für eine Minute durch. Also auf der Minute von Windows. Gerade auf 21. Oh, das ist Eisen. Habe ich kaum erkannt. Und da ist ganz schön viel Eisen wieder mal. Und hier oben Eisen. Und da oben noch mehr Eisen. Das ist cool. So, Eisen on Mars. So, ein bisschen weiter noch. So, die Minute ist umdrehen. Wir haben 10 Eisen gefunden. Da
hat sich die Reise hier doch ein bisschen gelohnt. Dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite weiter, weil dann müsste es so halt so ähnlich sein. Das heißt, hier oben müssten zwei rein. Eins. Zwei. Der ganze Gang ist auch hell genug für keine Monster. Weil wenn ich Monster gesagt hätte, heißt es ja, dass Monster da sein sollten und so. Deswegen keine Monster. So. Ja, erstmal I drücken, damit man wieder aus dem Inventar rauskommt. Zwei sind wir drin, dann gehen wir hier so wieder auf die Höhe. Und machen hier nicht so das nach, weil wir haben da sogar ein bisschen ähnlich gemacht, anders gemacht, aber egal. So, wir gehen diesmal auf der linken Seite fahren, weil wir auf der linken Seite gerade reingegangen sind. So einfach ist das System. So, diesmal sind wir aber hier nur 2 Minuten auf den Gang von meiner Windows-Uhr, die ich hier am Desktop habe. Und wir laufen wieder den ganzen Weg entlang und hoffen auf Diamant, Eisen oder Kohle. Und wir finden Kohle. Wir haben Glück. Kohle. Und noch mehr Kohle. 4 Kohle. Ja, 4-mal. Doch, 4 Kohle. 8 Kohle sind das dann. 10 Kohle, 12 Kohle, 14 Kohle. Und da gibt es noch mehr Kohle. Hier sammeln einfach alles ein. Alles, was wir finden können. Wir sind ein Plünderer der Natur.